Was sagst du zu meiner Frisur? Deine Frisur? Also wenn eine Frisur da ist. Ist cool, weißt du. Jugendlich, normal, weißt du. Viel Stress, viel zu tun. Wenig Zeit für Haarschnitt. Wenig Zeit zum Haarschnitt. Aber es gehört dazu. Aber schon, weißt du. Meine Frau hat es geschnitten. Ja, aber schön, ja. Okay. Hallo zusammen, hier ist der Lionel. Für mein zweites Video nach Ewigkeiten bin ich diesmal nach Zürich gegangen, weil Zürich schon immer legendär war, was die Antworten anbelangt hat. Ich hoffe, dass sie diese Eigenschaft nach eineinhalb Jahren immer noch beibehalten haben. Wir finden es jetzt alle zusammen raus. Viel Spass. Ist es gut gelaufen mit dem Shopping? Durchaus, ja. Wie läuft es bei dir so? Ja, ja, du hast viel Geld ausgegeben wieder mal. Ja. Der Lohn ist jetzt weg. Ja, nichts geschafft heute Morgen, das heute. Ja, aber wir haben ja, der Monat ist noch nicht zu Ende. Wie wollen wir denn jetzt überleben? Ja, ich frage meine Eltern. Also, wir sind wegen ihm hier gekommen. Was? Oh, du hast so eine Anziehungskraft, dass da zwei Frauen für dich. Freundin. Wir haben ein paar Quizfragen vorbereitet, weil jeder weiß ja, das Schulsystem im Kanton Zürich ist sehr streng. Das bedeutet ja auch, dass Zürcher Schülerinnen und Schüler die Kitschsten sind. Und das kannst du jetzt gerade bestätigen. Als ich 6 war, war mein jüngerer Bruder halb so alt wie ich. Ich bin jetzt dieses Jahr 24. Wie alt ist er? Keine Ahnung. 12. 12? Okay, das heisst, wenn ich 80 bin, ist er? 40. Alles klar, gut. 12. 12. Und du? 30. Wieso 30? 24 plus 6. 12. Also, und wenn ich 80 bin, ist er? 40. Okay. Er ist 21, er ist 3 Jahre jünger. Aha! Das stimmt, okay. 21. Welche Spruch redet man in Brasilien? Mexikanisch. Brasilianisch. Nein, warte. Mal. Das gibt's doch gar nicht. Mal, es ist Brasilianisch. Nein, es ist Portugiesisch. Spanisch. Brasilisch. Französisch. Portugiesisch. Ja, genau. Okay. Super. Genau. Jetzt, hast du ein Auto? Ja. Was für ein Auto hast du? Maserati. Oh, okay. Bist du Inhaber vom Coiffeurshop? Ja. Karriere da, hoppala. Nein, schau. Und hast du noch ein zweites Auto? Ja. Und ein drittes? Nein, nur zwei. Du fährst auf der Autobahn mit 120 km/h. Wie weit kommst du in einer Stunde? Nein, das musst du nicht mehr fragen. Das schaffst du. Nein, keine Ahnung. Das weiß man gar nicht. Zahlen. Das weiß man nicht. Nein. Man muss es schätzen. Ich weiß nicht. Bitte buchstabieren wir Güterzug. Nein. Buchstabieren. G. Ü. T-E-R? Nein. Güter-T-E-R. Mit Doppel-T oder mit einem T? Ich glaube Doppel-T. Du sagst Doppel-T, du sagst auch Doppel-T. Was sagst du? Keine Ahnung, ich sage euch, ich bin Legasthenikerin. Okay, ja. fair enough. G-U-T-T-E-R-Z-U-G. G-U-T-H. Mit T-H, okay, gut. Es ist also nur ein T. Das heisst, Legasthenikerin hat recht gehabt. In welchem Kanton liegt Winterthur? Kanton Zürich. Leider. Okay. Was? Weil das gleich? Ich kann nichts. Nein, Winterthur ist doch ein Kanton, ne? Von welchem Reich war der Julius Caesar Kaiser? Von Frankreich? Griechenland? Also, er war in Rom, welches Reich ist das? Italia! Römisches Reich. Ja. Römisch. Was können wir restlichen Schweizer von euch Zürcher lernen? Hey, ja, wir sind auch die geilsten. Also, ja. Ich weiß es nicht. Sollte ein bisschen offener sein. Offen, Kapitalismus da. Nein. Wir sind auch in der Bahnhofsstraße. Globalisiert. Ja, globales Kosmopolit, nicht Monopolit. Kosmopoliten sein, ja. Ein bisschen offener und so. Okay. Außerhalb von Kanton Zürich oder teilweise auch Dörfer ist einfach immer noch. Hochdeutsch ansprechen, Englisch ansprechen. Passiert dir das oft? Ja. Yeah. Wie reagierst du denn auf so Sachen? Ich antworte einfach. Damn, it feels good to be a gangster. Ihr seid zusammen in dem Fall. Wie ist das passiert? Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, keine Ahnung. Wir haben euch kennengelernt. Ja, eigentlich so und hat es einfach ergeben. Das kann man nicht sagen. Warum nicht? Ist es über wer? Überhaupt? Was? Hub! Hub? Was ist das? Plattform. Wie nennt man die Frage?
Quizfragen. Das ist ein Idiotentest, so kann man es sagen. Aber wir haben den Test ja bestanden, also von dem her alles gut. Doch, alles gut. Bitte nennen wir drei Kantone, in denen man Französisch redet. Lausanne, Genf, Watt. Jetzt, Lausanne, das ist der Hauptort vom Kanton Watt. Ja, stimmt, sorry. Genf, Lausanne, Neuchâtel. Genf. Neuchâtel. Biel. Biel? Ja, wir reden in Biel im Fall Französisch. Das ist aber kein Kanton. Ah, scheiße. Ja. Lausanne, Genf und Wallis. Lausanne, Basel und Genf. Bitte nennen wir drei Schweizer Gewässer. Zürichsee. Was gibt's noch? Was können wir restlichen Schweizer eigentlich von euch Zürcher lernen? Keine Ahnung. Anständig Auto fahren. Okay. Und diese Tramlinie schauen. Also, wegen dem Autofahren, ich bin im Fall kein Aargauer. Also, könntet ihr mir bitte euren Lieblingswitz erzählen? Oh Gott. Darf sogar ein Blondinenwitz sein. Oh, sogar. Weißt du gerade einen? Das erzählen immer meine Kinder. Ja. Ah. Also meine Schüler. Meine Schüler. Ah, sorry. Ja, wir sagen immer unter der Bier. Ja, gut. Ah, oh, was erzählen sie mir? Wieso macht der Hund von der Blondine nie eine Ecke? Weil ihr Haus rund ist. Das war es mit dem Video aus Zürich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über den Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!